Schönen guten Tag nach Deutschland. Ich stehe hier unter einem Jacaranda-Baum in voller Blüte. Jacarandas gibt es hier in Australien sehr, sehr viel und gerade zu dieser Jahreszeit sieht man sie überall blühen und es ist eine wahre Pracht, diese Bäume zu sehen. Es gibt einen Spruch, der da heißt, wenn du unter einem Jacaranda-Baum stehst oder unter einem Jacaranda-Baum gehst und dir eine Blüte auf den Kopf fällt, dann wirst du vom Glück begünstigt. Das ist ein schönes Konzept. Ähnlich dem des vierblättrigen Kleeblattes in Deutschland. Und wer von uns möchte nicht jeden Tag ein vierblättriges Kleeblatt finden oder Jacaranda-Blüten auf den Kopf bekommen? Wer von uns möchte nicht mehr Glück haben? Ist es nicht das, wonach wir uns alle sehen? Bessere Ergebnisse zu bekommen in unserem Leben, bessere Resultate. Der englische Wissenschaftler Richard Wiseman hat über Glückspilze und Pechvögel geforscht. Er ist die anerkannte Kapazität weltweit, was Glück angeht. Und sicherlich kennen auch Sie Glückspilze oder Pechvögel in Ihrer Umgebung. Möglicherweise sind Sie selber ein Glückspilz oder ein Pechvogel. Das, was Wiseman herausgefunden hat, ist zum einen rein statistisch. 10% der Bevölkerung sind ausgesprochene Glückspilze, 10% sind Pechvögel. Die Glückspilze sind die, die wie Gustav Ganz die Brieftasche mit den 50 Talern finden, wenn sie 50 Taler benötigen. Die zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind. Die die richtigen Beziehungen haben, die richtigen Leute treffen. Die die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt machen, um bessere Ergebnisse zu bekommen in ihrem Leben. Während die Pechvögel alles falsch machen. Was schief gehen kann, geht schief. Pechvögel gleich Murphy's Law. Das kennen Sie. Was schief gehen kann, geht auch schief. Wiseman hat beide Gruppen untersucht, hat viele, viele Tests mit beiden Gruppen gemacht. Unter anderem einen Zeitschriftentest. Die Aufgabe der beiden Gruppen war, zu zählen, wie viele Bilder in dieser entsprechenden Zeitschrift zu finden sind. Prinzipiell würde man sagen, eine einfache Aufgabe. Das müssten Glückspilze wie Pechvögel gleich schnell erledigen. Das Ergebnis war überraschend. Die Glückspilze waren fast doppelt so schnell im Zählen der Bilder und zu 100%ig richtig, was die Anzahl anging, im Vergleich zu den Pechvögeln. Was war passiert? In der Mitte der Zeitschrift hatte Wiseman eine 5 cm großen Buchstaben eine Schlagzeile eingebaut, auf der stand, hören Sie auf zu zählen, es sind genau 43 Bilder in dieser Zeitschrift. Während die Glückspilze nahezu alle diese Schlagzeile gesehen haben und dann aufhören konnten zu zählen, hat keiner von den Pechvögeln diese Schlagzeile wahrgenommen. Und das nicht, weil sie dümmer waren oder irgendwelche Behinderungen hatten oder was auch immer. Es waren die gleichen Menschen. Nur ihre Denkweise und ihre Verhaltensweise war anders. Und das ist das, was Wiseman am Ende herausgefunden hat in seiner jahrzehntelangen Untersuchung. Glückspilze und Pechvögel handeln anders. Sie denken anders und sie handeln anders. Prinzipiell genau das Konzept von Gedankendoping. Was du denkst und wie du denkst, bestimmt deine Verhaltensweise. Deine Verhaltensweise bestimmt deine Ergebnisse, bestimmen deine Ergebnisse im Leben. Die Glückspilze erwarten, dass sie die Aufgabe lösen können. Die Glückspilze erwarten, dass sie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind. Die Glückspilze erwarten, die richtigen Leute zu treffen. Die Glückspilze erwarten, dass ihnen ihr Unterfangen gelingt. Die Pechvögel hingegen erwarten, dass irgendetwas passiert. Irgendetwas kommt bestimmt dazwischen. Sie haben Angst. Sie frieren, sie freezen, wie man sagt im Englischen. Irgendwas wird bestimmt passieren. Und ihr Fokus, ihre Konzentration liegt auf dem, was passieren könnte, auf dem, was schief gehen könnte. Und das ist der große Unterschied. Die Glückspilze nehmen die großen Möglichkeiten, von denen sie umgeben sind, wahr. Die Pechvögel fokussieren auf das negative Ergebnis. Ein kurzes Beispiel aus der Praxis hier in Australien. Vor 2 Jahren kam ein Unternehmer aus Kalgoorlie in die Praxis meines Partners und Mentors, von dem ich sehr viel gelernt habe. Und dieser Bauunternehmer ist ein Einwanderer, der nach dem Konzept gelebt hat, du musst hart arbeiten, dann wirst du dein Glück machen. Je härter du arbeitest, desto besser wird dein Auskommen sein. Der Mann hat 60, 70, teilweise 80 Stunden in der Woche gearbeitet und ist trotzdem auf keinen grünen Zweig gekommen. Was ihn dann unterschieden hat von anderen Leuten, er hat um Hilfe nachgesucht. Er hat geschaut,
was er anders machen kann, wie er seine Ergebnisse verbessern kann und ist so zu uns gekommen. Das Erste, was wir gemacht haben, und das war das Wichtigste, wie sich dann herausgestellt hat, ist, dass wir seine Sichtweise erweitert haben. Nur das Konzept, ihm zu zeigen, dass es nicht nur mit härter mehr Glück geht, sondern mit work smarter, not harder, dieses Konzept hat bei ihm wie einen Hebel, den man umlegt, ein ganz neues Feld, ein ganz neues Spielfeld für ihn eröffnet. Auf einmal hat er viel mehr Möglichkeiten gesehen, die er vorher nicht gesehen hat, die aber da waren, die existiert haben, die immer existiert haben. Nur für ihn halt nicht. Das Zweite, was wir gemacht haben, ist ein Konzept aus jedem guten Business angewandt, das er auch kannte, aber auch nicht angewandt hat. Und das Konzept ist, schaue, was andere Leute in anderen Bereichen richtig machen, wo andere Leute Erfolg haben, und dann adaptiere diesen Erfolg, wende das Konzept an, wende das an, was diese Leute erfolgreich machen und habe selber Erfolge in dem Bereich. Dabei ist es egal, aus welcher Branche, aus welcher Fabrik, aus welchem Bereich das kommt. National wie international. Heutzutage mit dem Internet ist es relativ einfach zu erforschen, was andere Leute richtig machen. Er war kurz danach in Disneyland in Los Angeles mit seiner Familie, der erste Urlaub seit ich weiß nicht wie vielen Jahren. Und dort hat er in den Universal Studios oder in irgendeinem der Filmstudios, wo sie eine Führung gemacht haben, hat er eine Technik gesehen, mit der in der Filmindustrie Häuser gebaut werden. Diese Technik war immer da. Seit 40, 50 Jahren existiert diese Technik. In Australien hat sie keine angewandt. Er hat sie nach Australien importiert und hat damit den Preis für die Produktion eines Hauses dramatisch gesenkt. Das Ergebnis war, dass er im nächsten Jahr, und ich weiß noch, wie er zu uns kam und breit gelächelt hat über das ganze Gesicht, er hat sein Ergebnis um 10 Millionen Dollar verbessert. In einem Jahr. Das ist so schlecht nicht. Und alles nur, weil er seine Sichtweise verbreitert hat. Alles nur, weil er Dinge aufgenommen hat, die immer da waren, auch für ihn. Nicht mehr und nicht weniger. Und genau das, genau so einen Erfolg können auch Sie haben, egal in welchen Bereichen in Ihrem Leben. Sei es in der Gesundheit, in Beziehungen, in Finanzen, in Karriere, im Spaß am Leben. Sie können überall Ihre Ergebnisse verbessern. Versuchen Sie folgendes Experiment in der nächsten Woche und auch in der Woche danach und in der Woche danach. Schauen Sie sich um, was, wo, bei wem funktioniert, in welchem Bereich auch immer, sei es im beruflichen Bereich, im privaten Bereich. Schauen Sie, was andere Leute machen und was funktioniert, was gut ist. Und dann sehen Sie, wie Sie es implementieren können, wie Sie es in den Bereich bringen können, den Sie verbessern würden. Von Gesundheit zu Finanzen, von Finanzen zu Beziehungen, von Beziehungen zu Spaß im Leben. Alle Möglichkeiten sind da. Sie müssen sie nur sehen und ergreifen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei und natürlich auch viel Glück.